Hi Leute, über die letzten paar Monate wurde nochmal ein dickes Ausrufezeichen hinter all das gesetzt, was ich schon vor 3 Jahren gesagt habe. Wir haben uns vom Jahr 2014, wo kaum jemand auch nur annähernd verstanden hat, was ich in den Videos zu Haftbefehl erzähle, ins Jahr 2017 bewegt, wo fast jeder zweite Kommentar unter einem Deutschrap-Video auf Illuminati-Anspielungen aufmerksam macht. Also alles, was ich gesagt habe, bestätigt sich, aber mittlerweile könnte man es wahrscheinlich auch öffentlich zugeben, dass die Elite okkulte Symbole in den Videos haben will, die Schafe würden es trotzdem nicht glauben. Die Sache ist die, ich bin auch nicht schlauer als ihr. Wenn ihr mir eine Nachricht schickt, dass Nemo in einem Video die Illuminati-Pyramide hochhält, dann weiß ich das sehr zu schätzen. Aber wenn ihr mir dann sagt, ich soll ein Video machen, dann hat das wenig Sinn, wenn mir nicht irgendwas Besonderes dazu einfällt, das nicht für jeden meiner Zuschauer eh offensichtlich ist. Klar kann man sowas auch mal für Clickbaiting machen, aber naja, inzwischen wissen meine Zuschauer eh, was abgeht und ich muss sie nicht darauf aufmerksam machen, dass bestimmte Zeichen etwas bedeuten. Das würde euch auch nichts bringen, wenn ihr mir schreibt, dass der Rapper XY ein Illuminati-Zeichen macht und ich mache ein einminütiges Video, dass der Rapper das Illuminati-Zeichen macht. Nichtsdestotrotz will ich diese Dinge nicht unerwähnt lassen, deshalb meine Zusammenfassung der letzten Monate. Da hätten wir zuallererst natürlich Bushido. Er rappt in dem Song Fallout: Fick auf deine Meinung, Geheimbund, Freimaurerei und wenn ich will, ist wieder 2002. Was könnte das bedeuten? Geheimbund, Freimaurerei. Dass Bushido etwas mit den Freimaurern zu tun hat? Nein, um Gottes Willen, dann wäre doch was dran an dem, was die Spinner im Internet erzählen. Nein, nein, er erwähnt das einfach nur so. Ich meine, die Songs handeln ja nicht von ihm. Er kennt auch bestimmt niemanden, der Arafat heißt und er kommt auch nicht aus Berlin, nur weil er das so erzählt. Das kann ja jetzt so keine Bestätigung sein. La la la, kognitive Dissonanz. Wechseln wir das Thema. Und es ist natürlich absoluter Zufall, dass in dem Video die ganze Zeit der Breitscheidplatz gezeigt wird, wo der vermeintliche Terroranschlag letztes Jahr stattgefunden hat. Natürlich. Was den meisten aber nicht aufgefallen ist, ist die Line: Eingetragener Verein, Hunde kommen nicht rein. Also ich wüsste nicht, in welchem Verein Bushido Mitglied wäre, in dem anscheinend nicht jeder Hund reinkommt. Nun, in den meisten Fällen sind Freimaurerlogen eingetragene Vereine, die weder Hunden noch Frauen den Eintritt gewähren, liebe Tierschützer und Feministinnen. Übrigens, wer sich dafür interessiert, der kann nach meinem Wissensstand über das Vereinsregister die Vorstandsmitglieder der Logen herausfinden, darunter auch meistens den Namen des Meisters der Loge, also quasi des Priesters, der die Rituale leitet. Auffällig ist, dass es wenige Wochen nach dem Video zu dem Song Fallout zu einem angeblichen Giftgasangriff Assads in Syrien gekommen ist, obwohl niemand weiß, ob die Sache überhaupt stattgefunden hat, aber anderes Thema. Verdächtig auch, dass Flair in einem Song auf Black Friday den Namen des Rappers Prodigy erwähnt, der vor wenigen Tagen gestorben ist. Wir beide sind wie Prodigy und Havoc. Auch mehr als eindeutig ist der Name des Albums, Black Friday, der für die Freimaurer große Bedeutung hat. Hier ein Ausschnitt aus einer Doku. Und so schmiedete Philipp der Schöne einen Plan, um die Templer zu vernichten. Am 13. Oktober 1307, bei Anbruch der Morgendämmerung, lässt er seine Soldaten die Häuser der Templer stürmen. Die Ritter werden verhaftet. Der Tag geht als schwarzer Freitag in die Geschichte ein. Seitdem gilt Freitag der 13. als Unglückstag. Das hat alles natürlich gar nichts zu bedeuten. Machen wir weiter mit Nemo, der in seinem Song Michelangelo mit seinen Fingern die Pyramide formt und sie zur Sonne hält. Erklärungen erübrigen sich hier inzwischen. Zudem würde ich mal behaupten, dass auch der Titel Michelangelo auf die versteckten Botschaften des Malers Michelangelo hindeutet. Hier sehen wir zum Beispiel, dass er ein Gehirn in sein Deckenfresko, die Erschaffung des Adam, eingebaut hat. Checkt dazu mein Video über die zwei Gehirnhälften. Natürlich ist der Hype mit den Millionen Klicks auf YouTube auch bei dem Rapper Nemo künstlich und von einem Major-Label gesteuert. Bei ihm ist es mal wieder Universal. Genau wie auch bei DCVDNS, der inzwischen wohl auch gemerkt hat, dass es ohne High-Budget-Videos und künstlichen Hype der Majors meistens nicht funktioniert. Deswegen hat er nun bei Universal unterschrieben und wurde dazu verdonnert, wie Prince die Brille mit dem dritten Auge zu tragen. Checkt mein Video dazu.
Zudem muss er sich Ziegenhörner aufsetzen und seine Videos von Easy Does It drehen lassen, die schon Haftbefehlsvideos mit versteckter Symbolik bestückt haben. Bei DCV-DNS unter anderem mit schmelzendem Eis, denn Eis schmilzt bei 33 Grad Fahrenheit und 33 ist auch der höchste Grad der Freimaurerei, habe ich auch schon in meinem Matrix-Video angesprochen. Was diese Raumfahrtsymbolik soll, weiß ich nicht genau. Was ich aber weiß, ist, dass sowohl die Raumfahrt als auch die Science-Fiction-Stories der letzten 100 Jahre stark vom Okkultismus geprägt wurden. Wobei man bei der Raumfahrt anscheinend auch mehr von Science-Fiction als von echter Wissenschaft sprechen muss, aber da will ich mir kein endgültiges Urteil erlauben. Checkt es selbst aus. Jack Parsons, der Vater des US-amerikanischen Raketenprogramms, war bekennender Anhänger von Aleister Crowley. Wikipedia schreibt dazu: Jack Parsons war neben seiner wissenschaftlichen Arbeit ein Anhänger der okkulten Lehren von Aleister Crowley und praktizierte dessen Magic. Er erkannte darin keinen Widerspruch und führte vor jedem Raketenstart eine Invokation des Gottes Pan aus. Und auch die Idee des Aliens stammt ursprünglich nicht von Science-Fiction-Autoren. Hier ist das allererste Bild dessen, was wir heute als Alien kennen. Dieses Bild ist von Aleister Crowley am Anfang des 20. Jahrhunderts gemalt worden. Das soll eine Entität namens LAM, L-A-M, darstellen, die aus einer anderen Dimension kommt und die von Crowley gechannelt wurde. Das heißt, er hat Botschaften von ihr empfangen. Wenn ihr mehr über den Alien-Mythos hören wollt, dann checkt das Video von Frank Stoner auf Nuoviso aus. Mit dieser Verbindung erklärt sich möglicherweise auch das neue Materia-Album namens Roswell, mit Songs darauf wie zum Beispiel Aliens. Dann hatten wir natürlich noch den Anschlag in Manchester bei einem Konzert der Sängerin Ariana Grande. Ich würde tippen, bei der Sache ist überhaupt nichts passiert, aber lassen wir das mal außen vor. 10 Tage davor hat der Rapper Nash, oder wie der auch immer heißt, von der KMN-Gang einen Song namens Grande hochgeladen. Wer wissen will, was es mit der KMN-Gang auf sich hat, der checkt mein Video dazu aus. Um einiges deutlicher war allerdings die Ankündigung auf amerikanischer Seite, denn nur einen Tag vor dem Anschlag hat der Rapper Drake auf den Billboard Awards in Las Vegas den Song Geilchester zum Besten gegeben. Das Wort Geilchester bezieht sich zufälligerweise auf hübsche Mädchen aus Manchester. Und dann wird Drakes Auftritt auch noch von einem lauten Feuerwerk begleitet. Und dann zum Schluss noch Assad, der zufälligerweise ein Video mit Feuer und Hochhäusern veröffentlicht hat, circa 2 Wochen bevor in London das Hochhaus Grenfell Tower abgebrannt ist. Das, by the way, natürlich nicht in sich zusammengestürzt ist, wie dieses andere Hochhaus damals. Wer jetzt immer noch glaubt, das wären alles nur Zufälle, der hat selbstverständlich die Kontrolle über sein Leben verloren. Gerne könnt ihr die Künstler auch nochmal in einem YouTube-Kommentar darauf aufmerksam machen. Wenn ihr eine Alternative zu diesen von Major-Labels gekauften Marionetten hören wollt, dann checkt das Album Alchemist von Killismore. Der ist damit gerade auf Platz 30 der Albumcharts eingestiegen. Und auch wenn ich das nicht beweisen kann, würde ich sagen, da wurden mal wieder ein paar faule Tricks angewandt. Das hätte auch noch deutlich höher ausfallen können. Kauft seine Musik weiter, streamt seine Sachen und schaut, dass Killis noch erfolgreicher wird. Dass die Rap-Lügenpresse ihn trotz alledem ignorieren wird, wurde schon bei diesem Album eindrucksvoll bewiesen. Besonders hat dabei hiphop.de geglänzt, die ihn eiskalt bei ihrem Chartrückblick nicht erwähnt haben. Also inzwischen leben wir in einer Welt voller erwachsener Kinder, die glauben, etwas würde nicht existieren, solange sie sich einfach die Augen zuhalten. Wenn Bushido sagt, er ist Freimaurer, dann ist das einfach nicht so. Und wenn ein kritischer Rapper in die Charts einsteigt, dann existiert er einfach nicht. Immerhin hat sich Steiger erbarmt, einen Song von Killismore im Radio zu spielen. Zu Gast war an diesem Tag auch der Freimaurer und Gelegenheitsrapper Bushido. Für diejenigen, die es verpasst haben, hier nochmal zum Schluss der Ausschnitt, in dem sie über Killismore sprechen. Damit bin ich raus, danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Video. Nein, aber ist doch gar kein Problem. Was ist dein Album der Woche, Alchemist? Der lebt noch oder macht ihr, was macht ihr? Nein, das ist der Künstler heißt Killismore und das oder nee, nein, das Album heißt Killismore und der Künstler heißt Alchemist und das ist so ein Verschwörungstheoretiker. Aber du kennst doch Alchemist. Das ist nicht unser Alchemist. Ja, ist nicht der Alchemist. Ach so, du, es nein. Gibt nur einen Alchemist. Was ist denn das für eine Scheiße hier, dass der sich auch genauso nennt? Ja, das frage ich mich ehrlich gesagt an dieser Stelle auch. Ohne Witz, ja. So ein Alchemist, den kann man sich nicht einfach so. Weißt du, was mich an dieser Sache sowieso angekotzt hat, ist Rap.de hat einen riesen Artikel darüber geschrieben, dass man hier nicht alles glauben dürfe, weil hier Sozialkritik wird vermischt mit irgendwie Verschwörungstheorie und so weiter und so fort. Das, was alles immer reingemischt wird, wenn Leute den Mund aufmachen gegen irgendwelche... Wo hier? Hier in eurer Sendung, oder?
Nein, also, er fängt an mit einer riesigen Medienkritik. Wer denn? Dieser Alchemist. Ach so, Alchemist, das Album. Der Alchemist. Ja. Und er hat einen Track in New World, aber keiner spricht darüber, dass er sich erstens eben nennt wie ein amerikanischer Rapper, Produzent. Stopp. Ja. Ich wollte gerade sagen, Dicker. Produzent. Du läufst auf dünnem Eis. Ja. Sag mal, du bist so ein richtiger Rap-Fan eigentlich, ja? Ja, natürlich. Ja. Deswegen lasse ich auch nicht so über Alchemist hier reden. Warum? Okay. Ebenfalls scheiße, rappt Alchemist auf Kyle's Moore, deshalb spielen wir das als... Ist es eigentlich Verschwörungstheoretiker oder nicht? Mann, bist es ist einfach... Nein, es ist so Gesellschaftskritik. Warum hängst du dich da jetzt so rein für den? Weil ich das... gegen rap.de einfach. Genau. Auf der einen Seite ist es gegen rap.de und auf der anderen Seite möchte ich einfach, dass auch über Rap gesprochen wird. Und das Wesentliche an dieser Musik, was ich an dieser Stelle mal sagen würde, rappt scheiße und darüber hat noch keiner gesprochen. Deswegen läuft es im Radio. Aha. We ain't found shit. Yeah. Die wundersame Rap-Woche. Maulien Steiger. Battle of the Ear. Man muss auch manchmal die schlechten Beispiele im Radio spielen. Ja, das war ja mal nichts, der Song. Jetzt neu, die Express-Zeitung. Endlich eine wirklich systemkritische Alternative zum Mainstream. Jeden Monat neu. Holt euch jetzt das Jahresabo. 59 Euro für Deutschland und 69 Franken für die Schweiz. Unterstützt echten Journalismus, unabhängig und allein von euren Abos finanziert. Die Express-Zeitung. Jetzt abonnieren. Video auf Illuminati-Anspielungen aufmerksam macht. Also alles, was ich gesagt habe, bestätigt sich, aber mittlerweile könnte man es wahrscheinlich auch öffentlich zugeben, dass die Elite okkulte Symbole in den Videos haben will, die Schafe würden es trotzdem nicht glauben. Die Sache ist die, ich bin auch nicht schlauer als ihr. Wenn ihr mir eine Nachricht schickt, dass Nemo in einem Video die Illuminati-Pyramide hochhält, dann weiß ich das sehr zu schätzen. Aber wenn ihr mir dann sagt, ich soll ein Video machen, dann hat das wenig Sinn, wenn mir nicht irgendwas Besonderes dazu einfällt, das nicht für jeden meiner Zuschauer eh offensichtlich ist. Klar kann man sowas auch bei. Was könnte das bedeuten? Geheimbund Freimaurerei. Dass Bushido etwas mit den Freimaurern zu tun hat? Nein, um Gottes Willen, dann wäre doch was dran an dem, was die Spinner im Internet erzählen. Nein, nein, er erwähnt das einfach nur so. Ich meine, die Songs handeln ja nicht von ihm. Er kennt auch bestimmt niemanden, der Arafat heißt und er kommt auch nicht aus Berlin, nur weil er das so erzählt. Das kann ja jetzt so keine Bestätigung sein. La la la, kognitive Dissonanz, wechseln wir das Thema. Und es ist natürlich absoluter Zufall, dass in dem Video die ganze Zeit der Breitscheidplatz gezeigt wird, wo der vermeintliche Hello World! Yeah! Hi Leute, über die letzten paar Monate wurde nochmal ein dickes Ausrufezeichen hinter all das gesetzt, was ich schon vor 3 Jahren gesagt habe. Wir haben uns vom Jahr 2014, wo kaum jemand auch nur annähernd verstanden hat, was ich in den Videos zu Haftbefehl erzähle, ins Jahr 2017 bewegt, wo fast jeder zweite Kommentar unter einem Deutschrap-Terroranschlag letztes Jahr stattgefunden hat. Natürlich. Was den meisten aber nicht aufgefallen ist, ist die Line: Eingetragener Verein, Hunde kommen nicht rein. Also ich wüsste nicht, in welchem Verein Bushido Mitglied wäre, in dem anscheinend nicht jeder Hund reinkommt. Nun, in den meisten Fällen sind Freimaurerlogen eingetragene Vereine, die weder Hunden noch Frauen den Eintritt gewähren, liebe Tierschützer und Feministinnen. Übrigens, wer sich dafür interessiert, der kann nach meinem Wissensstand über das Vereinsregister die Vorstandsmitglieder der Logen her mal für Clickbaiting machen, aber naja, inzwischen wissen meine Zuschauer eh, was abgeht und ich muss sie nicht darauf aufmerksam machen, dass bestimmte Zeichen etwas bedeuten. Das würde euch auch nichts bringen, wenn ihr mir schreibt, dass der Rapper XY ein Illuminati-Zeichen macht und ich mache ein einminütiges Video, dass der Rapper das Illuminati-Zeichen macht. Nichtsdestotrotz will ich diese Dinge nicht unerwähnt lassen, deshalb meine Zusammenfassung der letzten Monate. Da hätten wir zuallererst natürlich Bushido. Er rappt in dem Song Fallout: Fick auf deine Meinung, Geheimbund, Freimaurerei, und wenn ich will, ist wieder 2002.